Einen wunderbaren guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Monatsinput Dezember bei der Paragraphen Silvia. Und der Dezember, der letzte Monat im Jahr, steht für mich unter der Überschrift Sprache. Und die Sprache wünsche ich mir für dich im Dezember so. Sprich, ich wünsche mir, dass du auf dein Herz hörst. Ich habe ja bei YouTube schon viele, viele Videos gemacht zum Thema Sprache und dir auch schon x-mal erklärt, dass das, was du sprichst, aus deinen Gedanken kommt. Und auf der anderen Seite du deine Gedanken auch beeinflussen kannst durch deine Sprache. Und Weihnachten, also in Beziehungen mit Menschen, oder auch in Beziehung mit dir, ist ja mein Mega-Thema, auch wenn oberflächlich betrachtet Trennung 30 Jahre lang mein Thema war. Das dahinterliegende Thema ist im Grunde genommen Beziehung. Und wenn du möchtest, dass die Beziehung zu dir oder zu deinem Umfeld, Mensch, Tier, Pflanze, egal, besser wird, dann darfst du zunächst einmal meinen Vorschlag an deinen Gedanken arbeiten. Und je besser du von dir und von anderen denkst, desto besser kannst du auch über sie sprechen. Und wenn wir jetzt dieses Weihnachtsevent nehmen, vielleicht hast du da ein bisschen Respekt vor, weil das letztes Jahr so in die Hose gegangen ist oder so, oder irgendwas an Weihnachten ist in die Hose gegangen. Selten ist ja das ganze Weihnachten in die Hose gegangen. Dann darf ich dir jetzt zum Monatsinput Dezember, am 1. Dezember sagen, du hast jetzt noch 23 Tage Zeit oder auch 23,5, um dich vorzubereiten auf ein friedvolles Weihnachten ohne Streit. Und das wird nicht kommen, indem du sagst, oh, das wird schon, oh, das wird schon klappen. Ach, ich tue, was ich kann. Ich mache einen leckeren Braten und ich putze die Wohnung. Das wird jetzt nicht so den Einfluss auf die Energie Weihnachten haben, wie du sie dir vielleicht versprichst. Es ist viel besser, Innenarbeit zu leisten und das können wir meistens nicht so aus dem Trott heraus, in dem wir uns so befinden, denn wir sind ja dahin gekommen, wo wir jetzt sind, wegen dem, was wir in der Vergangenheit getan haben. Und deswegen, ich hatte im letzten Jahr, wenn du es nicht mitbekommen hast, einen wunderbaren Online-Live-Kurs zur Vorbereitung auf ein entspanntes Weihnachten in der Patchwork-Familie oder überhaupt in der Familie. Und Gott sei Dank habe ich das aufgezeichnet, denn dieses Jahr ist mein Weihnachten ja ein bisschen anders, weil ich in der Reha sein werde. Und deswegen, ich hatte das gut vor, auch mit konkreten Fällen dir zu präsentieren, wieder in den Wochen vor Weihnachten. Geht jetzt leider nicht. Aber ich habe Gott sei Dank das vom letzten Jahr aufgezeichnet und das kann ich dir nur empfehlen, ans Herz legen, es auch zu verbreiten. Es sind 111 Minuten. Super Inhalt. Also wenn du nur drei Sätze mitnimmst und umsetzt oder auch nur einen, dann kann dein Weihnachten schon ganz, ganz anders werden. Ich meine, ich habe über 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und es sind ein paar einfache Stellschrauben. Wie oft bin ich aus einem Seminar rausgekommen und habe gesagt, oh, dieser eine Satz, der wird jetzt alles verändern. Du merkst an meiner aufgeregten Stimme. Das ist so. Also ich verlinke dir hier unter dem Monatsinput diesen Kurs und 111 Minuten für 111 Euro. Wann gibt es denn sowas? Also bei mir nicht so oft, aber es gibt auch ein Erklärvideo, warum die Videos bei mir im Dezember noch so günstig sind. Aber brauchst du jetzt nicht. Sorg für dich. Ich wünsche dir einen wundervollen Dezember. Ich wünsche dir ein gesegnetes Weihnachtsfest, total entspannt und einen wunderbaren Jahreswechsel. Wir sehen uns in 2023. Das ist echt komisch, jetzt das so zu sagen. Alles Gute für dich und deine Familie. Deine Paragraphen Silvia.